Boah, ich hoffe, dass es kein Intro gibt für 2017. Das nervt irgendwann. Ich bin Elfter. Muss ich auf meine Wunschliste noch draufschreiben? Kein drei Intro. Stop. Weißt du? Bitte was? Drei. Bitte was hast du? Drei auch sogar. Soft, hart, hart. Moin. Ja. Down here. Ist einfach lustig anzusehen, wie der Harte diese Kurve, diese, die eigentlich ja nach oben gehen sollte, einfach gerade bleibt. Vom Reifen her. Also umso höher der Reifenscheiß, umso besser. Ah, Jungs, bereit. Wartet. Warte noch nicht. Ganz ruhig hier, ne? Oh, ich bin ganz ruhig. Ich muss noch ein bisschen weniger Benzin mitnehmen, so. Was haben wir denn? Einer hat das ja mindestens vorgeschrieben. Philipp, wann willst du rein? Welche Runde? Fünf. Vier oder fünf? Dann gehe ich in der vierten rein, okay. So, kann ich hier noch ein Medium benutzen? Ja, das geht. Das geht. Okay. Soft, hard, medium. Soft, hard, medium? Here we go. Den harten musst du einmal fahren. Erst macht er es ganz weich, dann macht er es ganz hart und dann kommt das Mittelding. Naja, bumm. So, können wir? Nein, ja, mach doch mal auf ruhig hier, ey. Was ist für ruhig? Was brauchst du so lange? Ja, ich muss doch nichts mehr einstellen. Guter Planer. Ein bisschen weniger Benzin mitnehmen. Egal, hab gedrückt. Das war's. Gedrückt hier los geht's. Ey, es gibt nur zwei Varianten. Wir nimmst du soft, hart, hart. Oder du riskierst soft, soft, medium, hart. Oder du machst soft, 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 hart. Andere Möglichkeit gibt's hier nicht. Guck mal hier, vor uns sehen wir die Start, hier. Startpositionsbereiche von Motorradrennen, MotoGP. Da haben wir mal gar nicht beschleunigt, tut gerade, obwohl ich vor auf Gas gehe. Also einen achten Gang schalten? Hä? Achten Gang, incoming. So, wer macht das? Komm, achter Gang erst durch Kurve 1 hier. Ah, jetzt Bock. Ah, sagst du 80 Gang rennen hier. Oh, der wirkt ab, Alter. So, Ziele, Philipp. Ach Gott. Podium? Ins Ziel kommen. Aber nur mit Safety Guy. Könnte man eigentlich sagen, wer außerhalb der Top 10 startet? Ja. Ich auf 11. Dann das Troll. Also jetzt sind wir wieder 18. Gucken wir mal rein. Von Alonso wie immer auf dem harten Satz, auch Hülkenberg auf Fahrt. Julian Palmer auf Fahrt. Nein, das kannst du ja durchsagen. Ja, Julian Palmer, Felipe Massa auf Medium. Ich will gerade mal anmerken, dass die das anscheinend doch geändert haben, weil ich habe ja jetzt die Strafe gekriegt und bin außerhalb der Top 10, aber ich konnte trotzdem meine Reifen nicht wechseln. Ja, das ist auch richtig so. Das war aber schon länger so. Nee, das hatte ich in einem Rennen, keine Ahnung, wo das war. Da konnten wir das machen. Ich glaube, da ist sein Auto zerlegt. Im Qualifying. Und dann gilt das. Ja, weil du hast den Satz noch nicht aber mehr. War das bei mir nicht, war das bei mir nicht in Monaco, da konnte ich irgendwie auch was nicht wechseln. Da hattest du den falschen Reifen drauf gehabt, Tobi. Statt Ultra hattest du super drauf. Genau. Okay. So, Jungs, ich bin... Hallo, Simi. Nicht heiß, auf den. Ich warte auf den ersten Rage von Justin wegen der KI. Ja, grüß Gott hier aus Sepang. Hey, was meine Freunde, willkommen hier in Sepang. Drei blauer Himmel. Warum regt das heute mal nicht? Weil ich der Host bin. Blauer Himmel in Malaysia. Ist this real life? Ja, der schaltet heute aus mit dem Motorschaden. Wann war das? Wann ist es unter Sekundition 2003. Das war krank. 2009. Das war 2001 war das. 2001, 2003 war Brasilien, okay. 2003 war Brasilien, wo sie zu sechst aus dem Sender geflogen sind. 2001 war mit dem Monsumregen. So, meine Freunde, ne? Also. Wo ist denn der Justin? Da ist er ja. Also Malaysia 2001 war das geilste Rennen. Ja, da ist er, der kein Name. Der No Name. Ganz da hinten. Oh, es geht los. Let's go. Okay, erzählen wir gleich. Bis gleich. Yalla, Kamala! Also, was ich sagen wollte, war ein Rocket, die habe ich gespielt. Jo, schau, Simi. Da ist der Start von Simi. Das ist jetzt innen bei Philipp. Ach du Kacke. Das also eigentlich die deutsche Version von mir. Oh, ich zieh in die Mitte. Und da ist ein Red Bull haben wir schon mal weg. Oh, der Ricciardo. Oh, ich bin in Philipp. Ach Gott. Gut, okay. Hier ist viel los.
Ball halt übers Gras. Okay. Oh oh, gelb. Oh, was macht der? Keanu. Ach du heilige Makrele. Da war der Tobi aber. Das war aber nett von dir, Semi, dass du wieder aus dem Platz lässt. Ja, lieber Platz lassen, als abgeschossen werden. In Brüderlichkeit. Ich hab auch gerade lieber Platz gelassen, ey. Ich hab den Van Dorn hinter mir, das sieht nicht so gut aus. So, dann sag ich schon mal Tschüss zu mir auf der Geraden, wa? Na was? Ich hab das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt. Ja, das Auto, da wird das Auto automatisch langsamer. Komm rum, du LKW. Eieiei. Wo bist du, Justin? 9. Auf der 9? Ja, Ricciardo hat mich nämlich einfach fast abgeschmetzelt. Und deswegen musste ich da ein bisschen zurückstecken, sonst wäre es aus gewesen. Einfach aufpassen. Ja, genau, deswegen einfach ankommen. Der machst du schon auf der 7 hinter mir, ey. Ich drück gleich einfach Start. Ja, Hamilton, GG. Jo, würde ich auch so sagen, der fällt weg. Hamilton. Pinker Sektor, ich bin der Beste. Gelogen, ich war der Schnellste. Hä? Hä? Ich hab auch glaube ich jetzt Sektor. Nicht. Du lügst. Aber so haben wir uns das erhofft in der Koop, Alter. Schön eng beieinander alle. Oh ja, außer ich. Du kommst doch ran. Naja, geht. Wenn da Ricciardo und Massa mich nicht aufhalten würden, ja. Alter, wieder pink, ich bin so schnell, Alter. I'm so unbelievable quick. Ich hätte noch weniger Benzin mitnehmen müssen, Alter. Ich bin schon wieder im Plusbereich. Oh Gott, die Reifen. Ich will gar nicht gucken. ich hab meinen Blick riskiert. Wo seid ihr denn? So, jetzt wird er gerade krass verteidigt. DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Oh Gott, Philipp verteidigt innen. Eine Gruppe. Aber ich, wir hätten da auch Verstappen. Ja. Der Verstappen-Train. Oh, jetzt krieg ich einen Ricciardo. Jetzt krieg ich ihn. Ach du Scheiße, das war knapp. Ich sag so, ich krieg den, ich bremse. Alles blockiert, ich fahr einfach geradeaus. Ich schneide mir voll den Weg ab. Dark. Und nicht mal gelb. Jungs, Fortschritte. Oh, das Philipp am Driften. Ah, oh, ich hasse diese Kurve. Die ist aber echt schlimm, ja. Die ist so scheiße, selbst auf Mager kommt mir da das Heck. Irgendwie kommt heute vieles von hinten. Okay. Okay. That was she said. Aktuelle behalten. Oh, jetzt hab ich DRS und jetzt sauber. Aktuelle behalten. Ich komm von hinten, Junge. Ja, moin. Okay. Verbrems. Okay, Box. Okay, Box. Box. Nee, die Box war geplant. Die Box war geplant. Du auf einmal aus, du verbremst dich, oh Gott, nee, ab in die Box. No. So,
Also, und dann eine kurz vorher sagt er den Box. Wir haben jetzt auch wieder eine Mercedes-Stopp-Beführung und das ist an Verstappen vorbei. Aber ein schönes, war ein schönes Grüppchen, ein schöner Fight gewesen, hat Spaß gemacht. Boxenstopp. Brauch kein Benzin, Alter. Ah, ist nicht so wichtig. Der sagt mir, ich soll runterschalten. Jungs, ich bin dran. Also gleich. Irgendwann mal. Ich bin dran, ja, aber gleich. Also ich bin zumindest auf 6. Nutze ich mal die Gunst der Stunde aus. Aber die Bugs. Ich bin hinter dir. Ja, hab ich gesehen. Warum denn noch ein. Hat er noch einen Red Bull fertig gemacht? Ich glaube, ist der Ricciardo, der da mit drin kommt. So, ja, und ja, hoch. Nein. Jawohl. Scheiße, ich dachte, das wäre so gewesen. Ich dachte so, ich hab die einfach in der Box überholt. Ja, das wär Lust. Ey, Boxenstopp von 1,8 Sekunden, Alter. Was ist los bei Ferrari? Motiviert. Bin ich 17er. Ja. Geh kaputt, ey. Da freut man sich über 1,8 Sekunden und bringt nichts. Wie mit harten Reifen ganz. Das nicht schön. Wie kriegt man auf einmal wieder halt? Langsam habe ich das Gefühl wieder vom Spiel. Wie bitte? Langsam habe ich wieder das Gefühl fürs Fahren in diesem Spiel. Ja, das kommt auch wieder mit der Zeit. Man muss sagen, um ins Spiel wieder reinzukommen, ist Malaysia natürlich eine Top-Strecke. Nicht. Oh, der macht den Hülkenberg damit. Lol, was macht der denn? Was tust du denn? Was macht das, der denn? Das ist die typische KI, der KI-Fail. Ja, so scheiße! Philipp ist in, wir sind nach links lenken und die KI lenkt einfach auch ein und dadurch. Da dann der Hülkenberg eingelenkt hat, berührt da Hülkenberg das Hinterrad von Philipp und Philipp kann nicht mehr einlenken. Ich muss aber gleich mal sagen, ich bin weise geworden. Ich fahr da nicht mehr so rein. Wäre ich jetzt da reingefahren, wie ich es sonst eigentlich mache, dann wäre ich tot gewesen. Gut, Hamilton wurde gerade von mir und Verstappen aufgehalten in der Box. Boah, schlechter Fuß, India-Stop. Wo ich vorbeikomme. Oh, das wird ganz eng, glaube ich. Oh Gott! Da kommen sie raus! Moin! Ja, moin. Immer noch hinter mir. Nee, Palma! Oh Gott! It's Julian Palma! Lole und Palma. Komm, sind wir in der Rinder! Hier. Freaking Palmer! Was macht der? Oh, mach mal. Alter, was macht? Ach du heilige Makrele. Alles klar. Weißt du, der ist ja die Kurve relativ weit außen gefahren. Sind wir noch in? Julian Palmer. Ladies and Gentlemen. Dadurch bin ich zumindest rangekommen. Da kostet alles Zeit gegenüber Verstappen. Ja, das ist schon weggefahren, Alter. Jungs, Ferrari ist back. Was? Ja, zwar noch nicht in den Punkten, aber bei euch. Perez lässt grüßen. Mach einfach denselben Fehler. Jetzt ist Ricciardo hin.
Ach du heilige Tobi. Scheiße. Ich hab denselben Fehler gemacht. Alle drei den gleichen Fehler. Wäre der Philipp auch, oder? Nee, ich bin auch weit rausgekommen, aber nicht so weit. Ach du heilige. Das gebe ich auch. Ja, ja, ich hab der Ricciardo ist deswegen an mir vorbei. Jetzt bin ich hinter dir drüben. Du machst gar nichts. Doch, aber irgendwie schon, ne? Ja, wieder wegziehen, Alter! Tschüss! Ja, Wiedersehen! Oh, aggressive. Drecks Palmer, oh, nice. Das war so. Nice! Ein sauber hält Hamilton und Verstappen auf! Oh, bist du rausgeschleunigt. Aber tschüss, ja, Motorleistung, kacke. Drecks. Franz! Was denn? Ja! Du machst mir zu viel Druck dahin, verpiss dich mal! Maul! Ja, ich bin so gut gefahren, bis du da warst! Du machst dir selber Druck, selber schuld! Ah. Alter! Ja, was kann ich dafür? Hat nix hier da hinten! Also, wo bist du eigentlich? Ich sehe euch gleich schon. Aber der scheiß Hülkenberg, ey, mal! Der ist so langsam! Bin ja, frag mal Palmer. Dafür ist aber ganz slowly an Palmer. Das sind die langsam. I'm Julian Palmer, baby. Come on, Ericsson. Hold them up. So, jetzt aber, jetzt hier, fick ich euch. Come on. Oder wie Ericsson sagen würde, jedes Mal, wenn ich das Auto irgendwie ein bisschen schneller bewegen will, bricht es aus. No grip. I let him the space and he doesn't give me anything. Thank you. Oh, danke, Slow Leon. Leon? Nee, Slow Leon. Unser Abstand zum Auto Slow Leon. Beträgt 3,5 Sekunden. Okay. Hülkenberg ist schon klar, der Nummer 1 Fahrer. Echt, ist klar. Mercedes ist auf der gleichen Strategie unterwegs. Red Bull versucht es mit Medium. Sehr interessant. Was hast du gesagt? Red Bull? Ja, Red Bull versucht es mit Medium, also mit Also ich hab Red Bull vor mir mit Soft. Das ist Ricciardo. Ja, das ist ja Red Bull. Nee, das ist glaube Ferrari, was er fährt. Achso. Hab ich im Team gehört, sorry. Oder Toro Rosso? Ja, du, ist es nicht sogar HRT? Ich hab gehört, Opel. Ist Webber eigentlich mal Toro Rosso gefahren? Nein, oder? Nee. Ich komme von Williams. Doch, der ist, glaube ich, mal Toro Rosso gefahren. Meinte wenn er mal so gut sein, jeder Red Bull-Fahrer so. Nee, der fuhr nicht Toro Rosso. Ist irgendwie mal Toro Rosso gefahren? Verstappen, Ricciardo. Aber Webber nicht. Ricciardo auch nicht. Doch, Ricciardo 2013. Williams und Red Bull. Aber nur eine Saison, oder? Ja, reicht ja. 2012 ist der. 2011 ist Ricciardo am HRT gefahren und 2012 mit Werden im Toro Rosso, 2013 auch noch und 2014 dann zu Red Bull. Das bist du eigentlich am besten wissen, Simi, oder? Du spielst F1 2011. Ja. Da war Ricciardo bei HRT. Also eigentlich nach Ja, aber erst ab Silverstone. Er war erst die Legende drinne. Now right, Carti Kayon. Legend himself. Eigentlich sind die Harten gar nicht so schlecht hier. Aber in der Zeit, wo der bei Jordan gefahren ist, war der gar nicht so kacke, der nach rein Carti Kayon. Trotzdem hat Jaco Montero 2005 das Podium geholt. Zählt ja genauso viel wie Maldonados Sieg 2012. Nichts. Ja, also Maldonados Sieg zählte mehr. Maldonado. Hm? Hat immerhin einmal Erfolg gehabt. Oh, ein bisschen abgekürzt. In der ersten Runde 9. Ist er eigentlich rausgeflogen, weil er zu schlecht war oder weil er zu viele Crashs gemacht hat? Beides. Er hat keinen Vertrag mehr denn bekommen. Weil er auch keine Millionen da mehr bekommen hat. 2014 und 15 ist er noch für Lotus Renault gefahren.
Oh, hier liegen Teile. Uiuiui, Philipp. Okay, gut. Ach du heilige Makrele. Machen wir mal kurz hier Verstappen gegen Ricciardo. Parkhofen hier Side-by-Side fahren. Hast du gemacht, Justin? Ja, einen kleinen Ausriss. Mir war die Strecke zu langweilig. Achso. Hast du neu definiert, oder? Ja, ja. Alter, wir sind jetzt in Runde 10! Ja, sag ich doch vorhin. Ich dachte, wir wären viel weiter. Ich auch! Die Strecke zieht sich. Aber so richtig. Wir machen heute noch ein Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Ein Boxenstopp-Fenster ist in 7 Runden. Ich hab so hart verloren. Ich hab 6 Sekunden einfach verloren, ey. Das kann nicht wahr sein. Also ohne Tafelkontrolle ist die Strecke echt hart. Die Scheiße. Heute kämpfen wir gegen folgende Fahrer: Ricardo und Quert. Müsst ihr nur noch einen 17er ertragen. Ich glaube, da habe ich da einfach schon den richtigen Grip hierfür. Warum? Und die Bremspunkte. Raus, weil ja. Hier will ich immer mehr Gas geben, aber das Spiel ist es nicht so. Das hast du besser rausgeschaltet, Philipp. Ja, weil ich später auf Fett geschaltet habe. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Alle so ruhig hier. Auch was sagen, wir sind alle hintereinander, wie vier? Oh, hell no. Oh, ich mach schon wieder den Perez, Alter. Was Sache. Ja, alle vier hintereinander. Oder fahren wir echt in die Box? Das ist Dagmar Alonso. Fernando? Ja, Fernando. Der macht wieder einen Stopp. Ever. Wenn der Honda-Motor hält. Im Spiel hätte er ja. Von 28 Runden, ey, meine Güte. Diese Links-Rechts-Schnellkurven mag ich auch nicht. Ich mag diese Doppel-Rechts hier auch nicht. Die Betonung. Im vierten Gang durch, dann geht die eigentlich. Aber das ist ja mein Hassabschnitt jetzt. Einfach Short-Shift und dann. Ja, aber mach ich schon. Fünften Gang und das Heck kommt mir immer noch rum. Und diese komische Rechts richtig kacke, ey. Die jetzt gleich kommt? Die schon war. Ja, die meine ich auch, diese komische die ist Rechts. Auch kacke hier. Also den dritten Sektor wollte ich. Steuern, Alter, das ist unglaublich. Also ich mag den ganzen letzten Sektor nicht. Ja, auch eine Strecke von Tilke. Hermann!
Den besten Abschnitt, den ich noch finde, ist der erste. Aber jetzt wird die Strecke wieder gut. Bis zum letzten Sektor. Ja. Das fängt aber schon im zweiten Sektor an. Erster Sektor sind ja auch nur zwei Kurven. Ja, aber da kannst du auch schon viel liegen lassen. Okay, 1, 2, sagen wir 3, 4. Ne, 3. Denke ich auch eine Kurve hier. Deswegen 3. Eine rechts, eine links, eine rechts. 2018 ist mal leise raus, ja? Ja. Noch ein Jahr. Jetzt. Welche kommt rein? Frankreich kommt rein. Also für die Saison 2018 kommen drei in Deutschland und Frankreich wieder. Frankreich? Paul Ricard. Und das Steuern. Das ist so die frühere Teststrecke gewesen. Ah ja. Das ist immer noch Teststrecke. Ja, klar. Aber da sind seit wirklich früher alle ihre Tests haben sie da gefahren. Komm, schaust du irgendwie näher an Semi ran? Ja. Ja. Und jetzt bricht mir das Heck nicht aus. Das ist so komisch. Wie oft willst du denn noch den Perez da machen? Dreimal bis jetzt. Okay, Mann, dreimal. Alter, ist so kacke. Die Schelle, ne? Die ist kacke, ja. In dem Film Rush, weiß nicht, ob den jemand gesehen hat. Boah, ja, der ist geil. Ja. Da, wo sie auf Paul Ricard Circuit angeblich seine Testfahrt machen, drehen sie jetzt einfach an Brad Sedge. Moin, Kappa. Schon wieder, Sebi, wer ist vor dir? Der sieht nicht so aus. Die beiden Silberpfeile. Der Film ist geil. Nur die beiden. Ja. Und Kilometer weit weg. Wie viele Sekunden? 7? 6? 8. Oh. Na, Japan liegt mir wieder mehr. Japan ist geil. Geht. War Malaysia 20 Jahre drin, also 19 in der Formel 1. Warum sind die eigentlich damals 2009 nicht in Kanada Grand Prix gefahren? War, glaube ich, so etwas wie damals Bahrain 2011. Ja, glaube ich auch. Was war Bahrain 2011? Politisch, irgendwas Politisches. Ja. In Kanada? Bei Silverstone könnte ich mir irgendwann vorstellen, dass sie die Gebühren nicht mehr zahlen. Ja, Silverstone wird wahrscheinlich auch 2019 weg, letztes Mal sein, angeblich. Ja, außer Liberty Media bereitet ihnen echt ein gutes Angebot. Glaube ich aber nicht. Ich würde nicht im Silverstone trauern, ist eine Scheißstrecke. Na, mal gucken, der Chase Carey war ja an Türkei dran, na, mal gucken, ob da was dran ist. Der ist Absage erteilt für 2018. Türkei 2018 Absage, ja. Ja. Ah, vielleicht ist auch keine schöne Strecke. Doch, Türkei ist geil. Türkei ist richtig geil. Hab bloß leider nicht so die Fans angezogen. Türkei war geil. Vettel Weber. Tschüss. Über die beiden McLaren damals. Was war das? Hamilton Button da über Kurve. Die Strecke hatte schon was. War das nicht da, wo der Weber den Salto gemacht hat? Nee, das war Valencia. Das war Valencia. Ah ne, da ist der Vettel dem Weber reingefahren in die Seite, ne? Ja. Ja. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Oh, Simi. Club of Trouble. Trouble? Big Trouble. Jetzt sind wir alle vier zusammen. Ab wann Platz Reifen? 70. Sebastian Vettel hat einen großen Preis, bei Großbritannien hat er auch wahrscheinlich 75 gehabt schon.
Leute, ich habe jetzt einen Bug. Ich kann nur 80 fahren. Danke. Philipp, danke. Hat gesehen, Philipp danke. Hat Dings überholt. Danke. In der Boxengasse. Danke. Kann ich nichts danke. Für. Scheiße, wenn du da so weit ausfährst und ich da überhole in der Boxengasse. Das geht auch zur Rennstrecke. Hat Vettel auch gemacht in China diese Saison. Oder letzte Saison? Naja, er hat's auch gemacht. Der Justin kam ein bisschen zu weit raus, das hat gereicht. Danke. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Auf was seid ihr alle gegangen? hast du gut gemacht? Hast du gut gemacht? Auf welchen Reifen seid ihr? Gut für Hart. Auf Hart? Ja. Alle? Ja, Medium. Nee, Medium. Hey, aber das war fair. Ich stich da schuld, rein und du drehst. Ich bin schuld, wenn er da so rein donnert. Drehst du den Stroll? Hab ich noch einen zweiten Hart, den ich auf Außerlichen gestellt habe? Okay. Okay. Ja. Danke, Semi. Du hast zwei, ja. Und ein Medium. Ich glaube, das wird knapp zwischen Justin und Tobi. Komm! Hau mal einen guten Boxenstopp raus. Aber ich glaube, Justin muss sowieso nochmal. Ich riskiere jetzt nicht auf Medium zu gehen. Schaffst du auch nicht. Feierstopp, okay. Die Benzinreserven gehen zur Neige. Boah, Justin wäre Premium. Na, wirst du, ich habe so viele Fehler gemacht. Ja, der Fehler in der Boxengasse war die Krönung. Ich glaube, das muss ich separat gleich rausschneiden. Danke. Ihr geht ja zu dritt in die Boxen. Ich hab auch gedacht. Das kann nichts werden. Ich würde gerne die Stroll-Szene noch von außen sehen. Kannst du gerne haben. Semi, dreht Stroll. Das ist so geil. Über 1 oder? 2 ist das. Wer hat das 50er-Schild da mitgenommen? Ups. Ich find's interessant, dass du weißt, welches Schild ich meine. Ferrari ist interessiert. Du meinst bei der Doppelrechts, ne? Ja, genau das. Ja. Das brauche ich als Orientierung eigentlich. Ups. Boah, ich hab so viel untersteuern, unfassbar. Was heißt denn so viel untersteuern? Gefühlt jede zweite Kurve. Ich fand's ja geil, wo Hülkenberg diese hier in Großbritannien jetzt, so während er gefahren ist, einfach dann eine Runde da gemacht hat mit RTL. Fand ich geil. Cool ist, Tobi, du hast bei mir weiße Reifen drauf. Ich hab aber harte drauf. Ja, aber wird weiß angezeigt. Du Lutscher aus Italien, verpiss dich. Ja, tschüss. Tschüss! Ich wollte so ein Switchback machen, schade. Was ist denn Tobi, deine Zeit kommt nochmal. Meine Zeit? Ja. Warum? Ja. Sag ich einfach mal so. Ich muss eh nochmal in die Box. Warum? Ja, weil mir nicht anders ging mit Hart, da wäre ich nicht durchgekommen. Wie? Du warst doch mit allen dreien in der Box drin. Ja, aber keine Ahnung. Ich habe das nicht Medium? Geschafft. Keine Ahnung. Wie hat der Dings gesagt, geschafft hat? Schaffst du auf Medium? Also, kann sein. Auf Medium schaffe ich das nie im Leben. Auf Hart. Aber nicht auf Medium. Ja, warum nimmst du nicht Hart? Ja, weil. Ja, jetzt will ich auf Hart schaffen. Blöd bin. weil ich mich konzentrieren musste, da ich 80 km/h fahren durfte. Das ist aber schon zu spät, wenn du das umstellst. Du musst es schon vorher umstellen. Ich hatte auch geplant, Medium, aber. Ich gehe lieber
Ich hatte erst hart eingestellt, aber der hat mir gesagt, ich schaff das nicht. Bei meinem Reifenverschleiß kann das wohl möglich sein. Ja, der harte baut auch schon extrem ab, also. Weiß jemand, wann Verstappen reingefahren ist? Mit Alonso vorhin. Runde 12. Ja, Runde 12, genau. Alter, das kann nicht sein, dass ein Alonso mir wegzieht auf der Geraden, mit der ist. Das ist McLaren ja, Honda, Baby. Das tut ja weh, ey. Ey, der McLaren, du weißt doch, der hat doch schon Rennen gewonnen. Training Sessions. In China. Bei uns. Stimmt. Und, nee, Singapur. Bei Philipp Rosenblum ist ein Verdorn Erster geworden. Aber es hat eh nicht gezählt, weil wir dann das Ganze nochmal eh neu gemacht haben. Aber in der Aufnahme sieht man, dass Van Dorn gewinnt. Ganz lustig. Ach, Philipp, du machst heute Host. Oh, okay. Aber ich habe keine Probleme mehr. Hm? Alter, dieser Alonso. Verstappen, fahr mal ein bisschen schneller. Wieder Verstappen-Train. Ja. Aber ich denke mal, dass der sich noch in die Boxengasse verabschieden will. Ich glaube, der fährt auf Medium, glaube ich. Weißt du, das Rennen hätten sie mal eine Stunde später starten sollen in Großbritannien. Da hätte es nämlich geregnet. Weil nach dem Ganzen hat es angefangen zu regnen, dann. Ah, wir wissen doch, hey, Regen in der Formel 1 ist nicht mehr möglich. Ja, das weiß der Wettergott doch mittlerweile. Weil eine Stunde zurück hätten sie um 15 Uhr anfangen können und dann hätten wir ein bisschen Regen gehabt, wenigstens. So, Alonso, jetzt bist du fällig. Wir hatten ja kurz Regen in Turn 7. Hat gequert und Regeln dabei gemeldet gehabt. War aber schnell wieder weg. Ah. So, das mach ich auch, jetzt mach ich auch den Semi gleich. Also, Alonso wird durchfahren, Kollegen. Nee, darf er nicht. Der Fahrer vor mir. Verstappen ist nämlich. Ja, Philipp, auch das gerade auf hart, oder? Ja. Ja, der muss nochmal stoppen, der fällt bis jetzt hart hart. Der kommt mit dem harten los. Oh! Alter, die Reifen. Wann sind wir reingefahren? 15, ne? 15, ja. Oh mein Gott. Semi! Wirf mal einen Blick auf deine Reifen, Semi. Geht eigentlich nur auf 33. Cooles Semi hat bei mir gelbe Reifen drauf. Wer ist denn das zusammen? Ab vorne. Der Abstand zum Hintermann beträgt 1,4 Sekunden. Also ich komme mit den harten besser zurecht als mit den soft am Anfang. Also hier mal einen Schädelpunkt zu treffen, ey, boah. Also Verstappen ist abgebogen. Ja, der ist wahrscheinlich jetzt 9. gerade. Also nächstes Mal nehme ich weniger Benzin mit. Na, auf den Geraden fahre ich immer fett und dann auf einer Wasserstrecke Standard. Hast du dein Motorenproblem eigentlich gelöst mittlerweile? Das kommt auf jeden Fall nicht mehr so oft. Das bauen sie ja ein in 2017. Was bauen die ein? Verschleiß der einzelnen Teile. Okay. Das haben wir jetzt auch im Rennen gesehen mit Hülkenberg mit der MGU. H oder K, ich weiß es nicht. Die den Problem am Ende gemacht hat. Ja. Bisschen auch Power. Kommst du ran an dem Alonso Semi?
Justin ist vor mir. Okay, wie das? Mal gucken, ob ich an den Simi noch rankomme. Der ist auf Medium. Stärkes Auto aus West India. Ja, aber nicht auf der Geraden. Ja doch, wenn du DRS hast und einen Fehler gemacht hast aus der Kurve. Wo bist du jetzt, Philipp? Auf der 4? 3. Ah, stimmt. Ja, 3. Würde mich gerade mal interessieren, wo der andere Red Bull ist, der Ricciardo. Also ausgeschieden ist keiner. Soft halten, das sehe ich bestimmt 6, 7 Runden. Okay, keine 7 Runden. 5 bis 6 würde ich sagen. Okay. Also, du musst da mal rein, ja? Ja. Jawohl. Also ich schaff's mit dem Harten durchzufahren. Hätte ich auch geschafft, glaube ich. Bei mir glaube ich auch. Ich auch. Das war dumm, auf Jeff zu hören. Es ist meistens dumm, auf den zu hören. War das der Mercedes weg, Philipp? Ach, 13 Sekunden ist der Hamilton weg. Jetzt so ein schönes Safety Car noch. Und der Prämie. Also, das hat eigentlich Spaß, mal würde ich sagen, oder? Es ist anstrengend. Das ja. Aber es zieht sich. Es zieht sich, finde ich, heute. Runde 22, also es zieht sich komplett. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast mit F1 2017, aber wie gesagt, die bauen halt ein. Und jetzt, wenn da Schäden auf der Strecke liegen hier, dass man da heute halt auch Reifenschäden bekommen kann. Längst überfällig. Ja. Und wird aber nicht umsetzbar sein für die. Haben sie gesagt, hat der Lee Metter gesagt. Ja. Und da kommen dann wieder so Reifenschäden, die du sowieso nicht verstehst, obwohl nichts auf der Strecke liegt. Ja, Alonso ist auch nochmal rein. Sehr gut. Fünfter ja, damit. Er musste ja rein. Sehr gut. Komm, Ferrari. Überholen in der Boxengasse. Auf geht's. Und zack, 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 zack. Ran da. Los. 2-7. Das ist jetzt auch mit den Soft fahren können. Was waren denn die Reifen, Justin? Was? Wie viel Prozent waren die Mediums? Unter 60. 50 würde ich tippen. Das hat sie nicht geschafft, also okay. Ein Semi komm ich glaube nicht mehr ran. Wer weiß. Wie viel Prozent hast du? Ich glaube weniger als du. Ich hab 36 vorne links. Ich hab, 7, ich hab da 37 und die was, Semi? 52. Wie viel? Ja, vorne links, 52. Really? Ja. Okay. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ah, was? Jetzt habe ich 37. Ja, mal, ich guck eben auf der Geraden. Du musst noch 5 Runden gleich, okay. Oder wirst du das Ferrari-Debakel hier erleben? Tobi, ich bin neu, was hast du? Ich hab 42 vorne links, 34 vorne rechts, hinten 26 und 25. Also ich hab vorne links 39, vorne rechts 34, hinten links 36, hinten rechts 33. Simi fährt rein. Das ist so riskieren können. Am Ende der Runde hatte ich 58. Ja, dann wird's kritisch, ne? Jetzt wird's knapp in mir. Aber ich denke mal, das waren auch deine Fehler da. Ja, klar. Ja. Mal gucken, ob nochmal Semi und Justin sich duellieren. Wahrscheinlich. Oder Grosjean ist dazwischen erstmal. Ja, der dürfte jetzt direkt Geschichte sein. Fahr rein hinter mir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 11 Sekunden, Tobi. Sekunden. Sie mit meine Fehler da. Meine Kollision mit Hülkenberg. Ja, aber 58, da hättest du auch geschafft, oder nicht? Nein! Hinter noch 5. Hinter noch 5. Und wenn du so 5% pro Runde reinholst, bist du irgendwo
abseits der 70 irgendwann. Da kannst du Glück oder Pech haben. Ja. Ab 70 musst du dann, hast du einfach nur noch Glück oder Pech. Ein Korb hier bei uns ist mir ja bei 70 hochgegangen. Oder 71 oder so. Aber. Ja, stimmt schon. Der kann auch sein, dass er erst bei 85 platzt oder. Oder gar nicht. Oder gar nicht, ja. Das ist einfach nur ein Zufallswert. Der Sof fühlt sich so viel besser an. Boah, der ist auch richtig geil. Jetzt ist auch gleich ein geiles Lied an das Aufleuchten. Ich fahr bestimmt so 38,5 gleich oder so. Ja, vielleicht nicht. Boah, Simi wird gleich eine schnelle Runde fahren. Nein! Nur nicht! 37,6! Ja, nur eine Sekunde schneller! Mann, das wird nichts, glaube ich! Hab ich gelohnt? Ich glaube, er hat den Softreifen komplett unterschätzt. Aber der baut dafür radikal ab. Bei 21%. Moin! Das kannst du auf einer Runde machen und dann ist es vorbei. Gleich werden wir vielleicht noch eine Besserheit von Semi sehen. Weiß ich nicht. Ach, Philipp, ich verweile uns das jetzt hier. Aber so wollten wir eigentlich die Korbe auch haben, dass wir immer eng zusammen sind. Wir waren eng zusammen, wir waren eigentlich alle bis auf einem, alle auf einem Niveau zwischendurch. Ich glaube, Leon hätte auch noch mitgehalten, denke ich mal. Aber Swaggy? Der wäre, glaube ich, weggefahren. Bei Swaggy muss man dann die Pfeifen ausschalten, damit er mit uns mitteilen kann. Die das merkt man ja bei uns in der kleinen Miniliga, ne? Es ist so krass, Alter. Der Unterschied, Alter. Singapur war krass, die ersten drei und dann kamst du mit 50 Sekunden, glaube ich. Das war nicht heftig. Ja, ich hatte richtig Probleme gehabt. Weil Singapur ist auch so eine Strecke, ich bin da so vorsichtig gefahren. Auf der Strecke jetzt, zum Beispiel hier, Philipp, sind wir wieder fast gleich gewesen. Zwischendurch. Oh, drei Runden noch, 52 vorne links. Aber die Minisaison, finde ich, macht am meisten Spaß, weil alle mit den gleichen Einstellungen fahren. Ja. Ich will gerade nochmal sagen, der McLaren vor mir hat DRS offen, ich zieh den weg. Mit Windschatten. Oder nicht weg, aber... Du hast auch den zweitstärksten Motor. Nein. Er hat den sechsstärksten Motor. Was? Ja, trotzdem, wir fahren ja nicht auf ausgeglichen. Demi, glaube ich, hatte auch keine Chance im Force India gegen den Ferrari. Ja, okay, weil so viele Mercedes fahren, aber Leon fährt Justin fährt im zweitbesten Auto, besser ausgedrückt. Ja, insgesamt ist es das drittbeste mittlerweile nur noch. Red Bull geht ja davor. Schon. Wir haben ja damals den Red Bull genommen, weil wir genau wussten, dass das Überholen ein bisschen schwerer ist dann. Weil er keinen Topspeed hat. Nein! So, ihr beiden, duelliert euch nochmal. Ich will was hören. Heute kam noch. Hat sich, glaube ich, schon erledigt, oder? Nö. Ich habe noch keinen Rage von Justin heute gehört, wegen der KI. Alter, ja, meine Hinterreifen haben 20% weniger, Alter. Ich habe jetzt 53 vorne links, Tobi. Hast du DRS? Hast du immer niedrigen Reifenstand als ich? Habe ich den nicht immer? Habe ich das nicht immer? Ich sag 58 nur, vorne ich links. Sag nur China-Liga-Rennen, ein Stop. Hab ich ja nicht geglaubt irgendwie, aber... Oder hast du dir danach angeguckt? Da war ein Stop. Aber das ist dann auch kein schönes Fahren mehr. Aber wie gesagt, die Leute, die reinzuholen können... Die haben einen Vorteil. Wer war denn der Formel 1 bekannt dafür, krass Reifenschonen zu fahren? Button. Ja, das eigentlich auch. Aber eigentlich müssen die alle Reifen schonen. Können. Ja, mittlerweile ist es eigentlich nur noch Motor schonen. Hamilton kann das auch. Musst du doch nicht Reifen schonen, die Reifen halten ja ewig. Dann machen sie aber trotzdem. Pirelli hätte in jedem Rennen eine Nummer tiefer gehen müssen. Ja. Ja, die wollten aber nicht, dass hier wieder zu Reifen. Wie war das früher? Da gab es auch nur eine weiche Mischung, eine harte Mischung, oder? Ja. Ja. So, sowas müssten sie einführen. Ultrasoft und Supersoft. Okay.
Oder auf Strecken wie... Okay, ja, damals vor 10 Jahren hast du halt den Intermedium gehabt, den Fullwet, den Weichen und den Härteren. Ja. Komischerweise ging das ja. War ja bis 2010 so. Da waren die Reifenmischungen halt so gemacht, dass du halt auf jeder Strecke irgendwie... Weil hier hast du auf... Diese Saison hast du ja auf... seit mehreren Jahren schon hast du auf verschiedenen Strecken halt einen anderen Asphalt, ein anderes Grip-Niveau. Tobi, darf ich deine Prozente erfragen? Bin neugierig. 65 in der letzten Runde. Jetzt 52 vorne rechts, aber ich fahre eigentlich total nicht hastig oder so. Okay, ich bin bei 58. Und du bist eine Runde früher reingekommen als ich. Ja. Einfach den Alonso hinter mir halten. Aber ich fand das Rennen super, hat Spaß gemacht. Einfach den Alonso. Einfach mal den Alonso hinter mir halten. Justin, üb einfach nicht, da passiert doch nichts. Ja, das Problem ist halt, der ist auch auf Soft und hat DRS die ganze Zeit. Da kommt er manchmal ein bisschen nah ran. Wenn ich nicht fett anmache. Und Sem ist direkt dahinter. Nee, ah, ja. Der Motor macht nicht mehr das, was er sollte. Der Motor? Verschleiß? Verschleiß, Sammy? Ja. Den habe ich auch noch nicht. Ich auch nicht. Man kann ihn auch nur minimal hinauszögern. GG Bottas. Das war klar. Vor Hamilton. Hamilton. Ja. Ja, weil Verstappen und ich Hamilton aufgehalten haben in der Box. Platz 3 hätte ich nicht gerechnet. Nach dem Hülkenberg-Crash. So, jetzt kommt der Alonso, glaube ich. So 70%, wenn der mehr jetzt hochgeht, ja. Eieiei. Jetzt kommt der Alonso nochmal. Eieiei, fett mal. Da kommt der Alonso und Justin mit DRS. Reicht okay, nicht. Jawohl, Vierter. Der kam mal gerade auf 324 auf der Geraden. Ja? Mhm. Und Sebi direkt dahinter. Kein Sprit mehr! Verliert er die Position noch bei mir? Justin! So, das war das Rennen. Super, Justin! Kein Sprit mehr! Philipp 3, ich 4, Massa 5, Ricciardo. Ah, da ist der Ricciardo 6. Alonso 7, Justin 8, Jimmy 9. Verstappen 10, ja. Ich den zahle das Spiel. 18. Du, dann Palmer 18. Tschüss. Keiner wurde überrundet. Was war los, dass du kein Witz? So, das nächste Mal geht's dann in Japan weiter. Vielleicht dann auch wieder mit Leon und vielleicht dann auch mit Swaggy. Aber Justin, du kannst ja nächstes Mal nicht, hast du gesagt. Ja, bin im Urlaub. Gut, viel alles klar. Spaß im Urlaub. Danke. Gut, dann war's das von unserer Seite und ja, bis zum nächsten Mal darin. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Die WM-Strand, hallo. Ah, stimmt ja, moin! So, ich bin ganz 9. Kurz eingeblendet. Tschüss. Ich auch bei mir. Okay, haut da rein, Wiedersehen.